Bevor ihr dieses Video schaut, macht euch bitte nochmal klar, dass Merkel sagt, Deutschland schafft Asyl für alle Syrer, aber nicht für einen Edward Snowden. Die Panama Papers. Eine riesige Sammlung von Daten, die zeigen, wer mit Hilfe von Briefkastenfirmen in der Südsee mutmaßlich Geldwäsche betreibt und Steuern hinterzieht. Um mal die Größenordnung klarzumachen, nachdem bekannt wurde, dass auch David Cameron, der Regierungschef von Großbritannien, Geschäfte über eine Steueroase laufen ließ, befragte Channel 4 News das britische Kabinett, wer von ihnen denn noch Geld mit Offshore-Geschäften machen würde. Von den 21 Ministern sagten 3 Nein und 18 weigerten sich zu antworten. Wenn das nicht Vertrauen weckt. Alles ist also sehr verdächtig und wie immer weiß das Internet sofort, wer für den Skandal in Wahrheit verantwortlich ist. Die Panama-Papiere sind eine CIA-Operation. Muss man wissen. Laut Verschwörungstheoretikern hat der US-amerikanische Geheimdienst die Dokumente deshalb veröffentlicht, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin schlecht dastehen zu lassen. Das macht deshalb Sinn, weil die Panama-Papiere CIA-Agenten belasten und Putin in keinem einzigen der über 11 Millionen Dokumente überhaupt vorkommt. Und wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, dann seid ihr für die Wahrheit einfach nicht bereit. Okay. Aber die eigentliche Frage ist doch, warum wurden die Dokumente den Medien übergeben? Ist es nicht seltsam, dass so brisante Informationen nicht an die Finanz- oder Justizbehörden übermittelt wurden, sondern an Journalisten? Stichwort Lügenpresse! Naja, gucken wir uns doch zum Beispiel mal an, wie in der Vergangenheit deutsche Behörden auf Whistleblower reagiert haben. Betrug bei der Bundesdruckerei. 2012 und 2013 meldet sich ein Informant beim Aufsichtsrat der Bundesdruckerei, weil er über Betrug innerhalb des Unternehmens aufklären will. Die Reaktion? Die Bundesdruckerei lässt über einen Anwalt ausrichten, dass er sich gefälligst nicht nochmal melden soll. Der Informant versucht es auch im Finanzministerium, bei Minister Wolfgang Schäuble. Dessen Reaktion? Grillenzirpen. Betrug beim Arbeitsamt. Der Beamte Erwin Bixler weist seinen Arbeitgeber, das Arbeitsamt, darauf hin, dass in der Behörde systematisch die Zahlen bei der Jobvermittlung manipuliert werden. Die Folgen für ihn, seine Vorgesetzten schreiben ihm schlechte Beurteilungen und die Kollegen mobben ihn so heftig, dass er davon krank wird und in Frührente muss. Abhörung durch die USA. Edward Snowden macht 2013 öffentlich, dass der US-Geheimdienst NSA täglich die Bürgerrechte von Millionen Menschen verletzt, auch von Millionen Deutschen. Unsere E-Mails werden abgefangen, Telefongespräche mitgehört, das ganze Programm. Die Amis haben sogar das Handy von Merkel abgehört. Trotzdem weigerte sich nicht nur das Kanzleramt, sondern zusätzlich Innenministerium, Justizministerium, Auswärtiges Amt, Snowden überhaupt anzuhören. Und Asyl in Deutschland gab es für den verfolgten Whistleblower natürlich schon mal gar nicht. Das sind nur ein paar Beispiele, aber sie machen schon ziemlich deutlich, wie deutsche Behörden mit Whistleblowern umgehen. Sie sollen die Fresse halten. Und in anderen Ländern sieht es für Informanten nicht besser aus. Niemand, der an der Macht ist und niemand, der einen Job zu verlieren hat, wird sich ins eigene Fleisch schneiden, nur weil es vielleicht moralisch das Richtige wäre. Fast niemand. Es gibt Leute, die für ihre Ideale den Job riskieren. Es gibt Leute, die wie Snowden ihr Leben riskieren. Aber viel zu oft hört man solchen Leuten entweder nicht zu oder versucht sogar, sie zum Schweigen zu bringen. Wir können uns ewig drüber streiten, wer wirklich hinter den Panama Papers steckt. CIA, Putin oder irgendein Hacker. Aber was zählt ist, dass wir solche Veröffentlichungen brauchen. Fakten über Behörden außer Kontrolle und Geheimgeschäfte von Politikern. Wir brauchen Klarheit. Und keine Leute, die sich wegducken, wenn sie ihnen um die Ohren fliegt.